Hey, halt das Licht vergessen. Moin, moin. So, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, die Abenteuer von Tim und Schruppi. Das Geheimnis der Einhörner. Ich würde sagen, wir starten gleich. Ich weiß nicht, wie der Ton ist. Also, ob wir das lauter machen, ein Laser oder machen. Aber das mache ich ja immer, wenn wieder was ist. So. Die Abenteuer ist aus dem Film. Lebe das Abenteuer alleine oder mit Freunden. Bestehen sie alle und was du gewonnen hast. So, aber ich würde sagen, wir gehen zuerst in das Abenteuer des Films rein. Abenteuer beginnen. Wo wollen Sie hin? Und was mache ich hier? Wer zum Kuckuck sind Sie eigentlich? Bleiben Sie ganz ruhig! 100.000 Teile der Höllenrunde! Vorsicht! Ich will wieder aufs Wasser. Ich fühle mich nicht gut. Nur Geduld! Ich will hier raus! Kapitän, schreien Sie nicht so, bitte! Ich muss hier aufpassen! Wir werden sterben! Auf keinen Fall! Das ist Kidnapping! Die Abenteuer von Tim und Schruppi. Das Geheimnis der Einhorn. Das Geheimnis? Ja, das Geheimnis. Schruppi! Wo bist du, Schruppi? Am Tag zuvor. Halte R2 gedrückt, um Hallo, Tims Witterung aufzunehmen. Okay. Wo bist du, Struppi? Alter. Ah, da bist du ja, alter Streuner. Warst wohl hinter Katzen her, was? Was möchtest du mir zeigen? Vielleicht das Boot. Was in aller Welt hat? Vielleicht das Boot. Wolltest du mir das hier zeigen? Oder Schiff. Ist ja gut, braver Hund. Du hast recht. Es ist wundervoll. Ja, und ob. Eine echte Karamelle. Karavelle? Na, sag ich doch. Kostet nur 90 Mark. Stopi, seit wann interessierst du dich für Schiffsmodelle? Das ist kein Knochen. Für 50 nehme ich's. Sagen wir 70. Sie machen da ein echtes Schnäppchen. Was kostet das Schiff? Ich fürchte, es ist zu spät. Ich kaufe sie nach. Es tut mir leid. Ich will es nicht weiterverkaufen. Warten Sie. Ich bin Sammler. Ich zahle Ihnen den doppelten Preis. Ich bedauere. Hören Sie zu. Ich warne Sie. Ganz ruhig. Es reicht, Struppi. Es tut mir leid. Guten Tag. Wirklich merkwürdig. Wir sind nicht die Einzigen, denen das Modell gefällt. Ich glaube langsam, dass mehr dahinter steckt. Was meinst du, Struppi? Ich kenne jemanden, der sich mit Schiffen auskennt. Soll ich sie bekannt machen? Ach, ja?
Gerne. Dann los. Wollen wir nicht so alles bezahlen? Und wo ist das Schiff? Ah, der Käufer der Einhorn. So heißt sie. Drei Masten, zwei Decks, Kanonen und eine traurige Berühmtheit. Der Einhorn? Hier, das sollten Sie lesen. Also, lege deine Hand auf eine Seite und halte R2 gedrückt, um umzublättern. Die Einhorn und ihre schweres Erbe. Die Einhorn, Schiff der Flotte Ludwig des 14., drei Masten, zwei Decks. 1676 verließ die Einhorn Santo Domingo. Von Rackham dem Roten angegriffen. Der Kapitän der Einhorn sprengte sein eigenes Schiff in die Luft. Hast du das gehört, Struppi? Dieser feige Akt sollte die Nachfahren des Kapitäns für Generationen in Ungnade stürzen. Wow. Die Einhorn. Schiff der Flotte Ludwig der 14. Drei Masten, zwei Decks, 15 Kanonen. Entschuldigung. 1676 verließ die Einhorn Sand Domingo in Richtung Europas, als sie auf offenes Meer von Rackham den Roten angegriffen wurde. Ein berüchtigter Pirat, der Captain der Einhorn ließ wieder sie jeden Seerecht die Mannschaft in Stich und sprengt sein eigenes Schiff in der Luft. Dieser feise Akt verantwortlich für eines der dunkelsten Kapitel der christlichen Seefahrt sollte die Nachwelt des Käpt'n für Generationen in Ungnade stoßen. Der Kapitän der Einhorn, Ritter Franz von Adock. Er hat sie versenkt? Ha? Warum sollte er die Einhorn auf den Meeresgrund schicken? Das steht hier nicht. Geschichte steht nicht allein in Büchern, mein Herr. Sie ist auch in unserem Blut. Seltsame Zeichnung. Sieht aus, als wäre da... Ich nehm's. Vielen Dank auch. Einen schönen Tag noch. Wollen wir nicht immer noch wenig bezahlen? Scheinbar lassen sich die Masten drehen. Warte mal. Ha? In dem Modell steckt doch was drin. Guter alter Struppi. Das hast du also gewittert, ha? Sieht aus wie eine Papierrolle. Ein altes Pergament. Drei Brüder im Verein. Drei Einhörner im Geleit sprechen, wenn sie in der Mittagssonne fahren. Was für ein Kauderwelsch ist das? Und dann noch 51,3. Oh. Der da. Sofort zurück! Diebe! Hier lang? Hey! Ich pass! Stopp!
Der Kerl ist sicher schon über alle Berge. Struppi, du bist dran. Der Flohmarkt. Ah, der Flohmarkt. Aber keine Krabbe. Und was ist diese Krabbe? Die sind hinter dem Pergament her. Na klar. Vorwärts, Struppi. Schloss Mühlenhof. M&G Vogelfaul. Klingeln dürfte überflüssig sein. Wollen wir uns reinschleichen? Er ist jetzt im Schlossgarten. Was machen wir, Alan? Nichts vorerst. Dieser Park ist ja riesig. Ich will aber mal was probieren. Untertitel, Helligkeit, zurück. Also kein Sound. Ach, Struppi. Struppi. Ganz leise, Struppi. Zu gefährlich. Suchen wir einen anderen Weg, Struppi. Es muss hier noch anders reingehen. Hast du was gefunden? Einen alten Weg? Und? Hast du sie? Irgendein Junge hat sie mir vor der Nase weggeschnappt. Wir haben sie jetzt, aber sie ist leer. Der Junge hat das Pergament sicher gefunden. Stellen wir sie an ihren Platz. Später sehen wir weiter. Das ist doch der Mann vom Flohmarkt. Wir brauchen das Modell zurück. Los, folgen wir ihm. Hier rein. Endstation. Hurra, Struppi! Los, hinterher! Die Ratten kennen sicher den Weg. Sie führen uns. Sie wissen sicher von dem Pergament. Mach weiter! Ach ja, lang. Keinen Mucks. Such! Hast du etwas? Hier. Vorwärts. Struppi, da komme ich nicht durch. Du musst einen Weg finden, mich hineinzulassen. Versuch's. Das ist hier ein X. hier. Bam. Bin gleich da. Wir verbrauchen einen Schatz. Okay. Hier geht's nicht lang. Weiter so, guter Hund. Ich folge dir. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Okay, du bist.
sind im Keller von Schloss Mühlenhof. Endlich! Moment. Hier, nimm das Pergament, Struppi. Wenn es ernst wird, suchen sie nicht bei dir. Okay. Bravo, Struppi! Okay, drücke X zum Springen. Wir müssen die Einhorn finden. Das sieht nach einer Art Krypta aus. Wir sind hier nicht allein. Ja, elende Staubfänger, diese alten Gemäuer. Dienstboten! Wir sollten größere Staubwedel besorgen. Ist das Schrubbi? Scheinbar. Wurde aber auch Zeit. Es war sicher nicht leicht, das Schiff zu finden. Ja, bestimmt nicht. Bekommen wir eine Prämie? Träum nur. Wie wohl später mal unsere Rente aussieht. Kommen Sie zurück! So, den haben wir nicht verloren. Dann kommen wir hier weiter. All diese Antiquitäten. Das müssen Sammler sein. So. Was haben diese Vogelfaul nur vor? Weiß ich nicht. Ha? Wir sind hier einer großen Sache auf der Spur, Struppi. Ja, Struppi ist nicht mal da. Ich weiß nicht, wo Struppi ist. Nein. So, jetzt kommen wir hier weiter. Wir sparen uns heute das Abendessen. Sehr wohl, mein Herr. Ein Schleichantrag drücke einfach R2. So, so und jetzt hier. So, 4 Stück haben wir schon. Mal sehen. Was? Was? Was halten Sie da? So, hier haben wir nichts mehr. Dann kommen wir hier hoch. Kommen Sie zurück! Los, Louison! Die Berge. Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ah, nur was für echte Kletterer. Was? Gehen wir diesem Pergament auf den Grund. Warum nicht irgendwas? Was?
Wieso kann man hier hochgehen? Die Vogelfaul wissen sicher einiges über die Einhorn. Okay, da kommen wir nicht runter. Hier kann man rüberspringen. Hops. 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 Okay. Ah, das ist Schuppi. Na, wie kann ich jetzt hier rauf? In der Hoffnung, dass wir rechts sind. Welt ist das? Keine Ahnung. Heureka! So, und. Geh mal runter. Da kamen wir ja erst. So, jetzt springen. Kurz warten. Wir sind auf der richtigen Spur. Oh. Okay, ich verstehe, Da war ein Schatten. Den wollen wir auch holen. Oben lang müssen. So, guck. Jetzt können wir hier was warten und jetzt rüber. Doch nichts über die Tour. Los, Louison! Copy ist viel besser. Hat jemand die Silberkultur gesehen? Da waren wir. Gibt es etwas Neues, Emil? Alles in bester Ordnung. Das wäre dann alles für heute. Richtig.
nähern uns der Einhorn. Das kann ich spüren. Geht's hier lang? 2 Uhr, okay. War irgendwann so. Das war knapp. War ein Versuch wert. Die Einhorn ist irgendwo da oben. Ganz sicher. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt die Einhorn suchen wollen, weil wir ja auch das Pergament haben. Deswegen. Hörst du, Struppi? Wir sind endlich draußen. Sei vorsichtig. Bitte finden Sie sich morgen punkt 5 Uhr in der Küche ein. Sind die Herrschaften zu Hause? Hat jemand meinen Staubwedel gesehen? So. Was geht's hier lang? Okay. Die Vogelfaul. Weiter, Struppi. Guter Junge. Okay, jetzt sind wir wieder mit Struppi dran. Ich hole mir noch einen steifen Nacken in diesen zugigen Gängen. Gut gemacht, Junge. Silberpolitur gesehen? Was? Was? Hey, sieh! Meine Schuhe sind voller Schlamm. Wie lange arbeiten wir jetzt schon hier? Warum ist hier so ein halb offen? Zeit für ein Nicken. Die Vogelfaul sind sicher nicht weit. Wann wird das Abendessen serviert? Übrigens, haben Sie schon... Nee, warte mal, ich will da hoch. Was? So, pop. Wir sind im Marinesalon und wollen ungestört sein. Sehr wohl, mein Herr. Er
erst hier. Ich weiß, dass Sie da sind. Was? Wo sind Sie? Mama, kommen Sie raus. Wo Sie auch... Was? Ich muss diesen Salon finden. Halte R2 gedrückt, um die Taschenlampe auszuhalten. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Aber man kann nicht bewegen. Ja. Wie lange arbeiten wir jetzt schon hier? Morgen habe ich frei. Ach, übrigens, haben Sie schon mit dem Gärtner geredet? So. Was richtet das Licht auf einen Insekten, um sie zu hervorrennen? Wo kommt all das Ungeziefer her? Nur der Marinesalon. Keine Ahnung. Oh, noch mehr Insekten? Hier hoch und dann können wir die Truhe öffnen. Aber ich denke, dass wir eine Truhe vergessen haben. Und hier ist eine Sackgasse. Okay, auch Sackgasse. Die Herren hielten sich wohl nicht lange hier auf. Was haben wir denn hier? Schönes. Und wo? Da kann man was gegenwerfen. Wozu ist hier das? Ah, okay.
richtete sie aus. Oh, sucht's. Das Beste. Vielleicht ist das Ladebildschirm hier. Ah, das Geheimnis lüftet sich langsam. Bitte, so reißen Sie sich doch zusammen. Das ist die Tour de France. Ne? Hat jemand meinen Staubwedel gesehen? Sind die Herrschaften zu Hause? Okay. Ah, das Geheimnis lüftet sich langsam. Bitte, so reißen Sie sich doch zusammen. Das ist die Tour de France. Das ist die Tour de France. Gutes altes Mühlenhof. Was für ein schöner Ort. Was? Bleib so still! So, jetzt hier. Den mitnehmen und den über Bande spielen. Ich fürchte, ich brauche deinen Schlüssel, Junge. Es ist immer gut zu wissen, wie man heikle Situationen umgeht. Was? Bringt Unglück, im Haus einen Schirm zu öffnen. Jetzt bist du dran, Struppi. Halte durch, mein Freund. Super gemacht, Struppi. Elende Staubfänger, diese alten Gemäuer. Wie lange arbeiten wir jetzt schon hier? Ich hole mir noch einen steifen Nacken in diesen zugigen Gängen. Sind die Herrschaften zu Hause? Ne? Meine Schuhe sind voller Schlag. Nun, was den Hausputz betrifft, hatten Sie recht. Wir sind da. Ich spüre es. Hat jemand meinen Staubwedel gesehen? Einen guten Diener sollte man sehen, nie hören. Hier? Bleiben Sie stehen!
Wie macht man das? Zeigen Sie sich, junger Mann. Zeigen Sie sich, junger Mann, aber mit Regenschirm rumhängen. Dabei hatte der Tag doch so ruhig begonnen. Wow, unglaublich. Was für eine Sammlung. Ein echtes Privatmuseum. Meine Einhorn. Noch eine Einhorn. Weißt du noch? Drei Einhörner segeln im Geleit. Hm. Ist das der kleine Schlingel vom Markt, Max? Ich glaube, Sie haben da etwas, das uns gehört. Wovon reden Sie da? Das ist mein Schiff. Ich hab's gekauft. Sie hätten es mir damals wirklich verkaufen sollen. Sie auch. Sie suchen auch nach den Einhörnern, stimmt's? Warum interessieren Sie sich so für diese Einhörner? Es gab drei, alle von Ritter Franz von Adok erbaut. Und seinen drei Söhnen vererbt. Halt den Mund! Du redest zu viel. Und in allen drei Schiffen steckte ein Pergament. Nun, da frage ich mich doch, warum... Weiß nichts. Diese Schiffe sind wertlos. Das glauben Sie doch selbst nicht. Ich schätze, wir reden hier über einen alten Schatz. Habe ich recht? Sie stellen zu viele Fragen. Ich bin Reporter. Davon lebe ich. Schluss jetzt! Wenn Sie das Pergament haben, her damit. Oder was? Pass auf, er ist klein, aber zäh. Was? Schurke, ich zeig dir gleich mal klein. Hallo, bist du okay? Nein, ist er nicht. Ah, ich habe einen Schlüssel. Schauen wir doch mal, was ihr Einhörner im Bauch habt. So. Nichts. Ist wohl meins. Weiter mit dem nächsten. Struppi, wir haben es. Auch nichts. Leer. Aber wie... Mieser kleiner Schnüffler. Oh je. Ist es das, wonach Sie suchen? Das Pergament. Er hat es bei sich. Chance, Kerl! Wo ist das Pergament? Ich hab das Pergament nicht. Dann sind Sie überflüssig geworden. Au! Ha? Oh. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ich glaube, ich schulde Ihnen was. Alan, ich hab's! Hey,
Was machen Sie da? Heißt das, Sie suchen auch nach... Wer sind Sie? Packt ihn ein. Er weiß zu viel. Oh nö, Struppi. Tja. Aber 13:55. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Ich bedanke mich, ich wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, Sie brauchen es immer. Ich hoffe, ihr könnt lassen. Morgen geht's weiter mit den Abenteuern. Also, bleibt gespannt, bleibt dran und bis morgen. Tschüss. You